Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Explain Elf. Wir machen heute die Landung natürlich mit dem Superpiloten Jan, der plötzlich hinter mir ist. Was ist da denn passiert? Ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich hinter... Ich sehe deinen Namen. Ist da doch. Ach, da oben bist du. Ja, ups. Jetzt muss ich aber wirklich abbremsen. Er sagt mir jetzt 220. Leute, wir sind... Scheiße, unterwegs. Ein bisschen zu langsam haben wir tatsächlich den... Zu langsam sind wir, meinst du? Ja, wir sind... sehr, 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 sehr schnell unterwegs. Ja, wir hauen auf jeden Fall die Speedbrakes rein, genau. Und wir müssen und schnell sinken. Ja, das sollte eigentlich bei 18.000 Fuß sein. Wir sind jetzt, ich bin gerade bei 23.000 Fuß. Ich bin bei 25. Und bin noch vor dir. Leute, auf jeden Fall, wir nehmen das auf beiden Kanälen auf. Den Start und so könnt ihr rechts nochmal mit dem i abchecken. Da konntet ihr auch abstimmen, bei welchen Piloten ihr lieber mitfliegen wolltet. Und in der Zwischenzeit habe ich Jan einfach überholt. Ich bin nämlich ziemlich steil angestiegen mit meinem Flugzeug. Die Flughöhe ziemlich schnell erreicht und deswegen war ich offensichtlich schneller als er. Und bin jetzt quasi vor ihm und werde auch wahrscheinlich vor dir landen. Aktuell sind wir aber schlecht in Zeitbahn. Ich meine, gut, wir haben noch 23 nautische Meilen, aber müssen dann schon auf 9.000 Fuß einfach sinken. Und ich bin gerade bei 23.000 Fuß. Also, Fuß. Ich sink grad so das krass. Ist verrückt. Wie viel sinkst du denn? Ich sink gerade mit 3.000. Ich sink mit 2,6. Ich müsste auch mal ein bisschen höher stellen. 2, ich habe die Speedbrakes gerade die ganze Zeit draußen, ja, aber ich bin immer noch mit 270 unterwegs, obwohl ich nur 220 darf. Echt? Ich habe 220 schon gleich. Ich habe meine Speedbrakes draußen. Dann überholst du mich vielleicht doch wieder, ey. Wir machen so eine Scheiße hier gerade. Ich will ja auch langsam sein, weil ich auch unbedingt gerne meine Klappen ausfahren will, weil so hat mein Flugzeug natürlich ultra die krasse Neigung und durch die Klappen verschiebt sich das gerade ein bisschen. Alter, es ist so krass viel Schnee in der. Wir haben Anschnallzeichen schon angemacht, ansonsten haben wir alles eingestellt. Bremse habe ich eingestellt und Kurs habe ich eingestellt auf 190, Landebahn, Lichter mache ich an. Parcher, alles schon ready. Nebenbei schauen wir ein bisschen Fußball, zweite Liga heute. Der Start in die Rückrunde, jetzt wisst ihr, wann wir das sogar aufnehmen. Lol. Ich durchbreche gerade die Schallmauer. Was? Irgendwas war gerade richtig komisch. Er war nicht ganz koscher, was ich hier gerade mache. Also du bist... Ich sehe dich halt nur, wenn ich halt rausgehöre nach oben, weil du bist halt einfach so krass über mir. Da hinten, da rechts sieht man schon eine Insel, da landen wir aber nicht, sondern wir landen auf der Insel, die hier straight gar vor uns ist. Wir fliegen so eine... eine Kurve halt, ne? Ich habe locker genug. Natürlich müssen die Speedbrakes draußen bleiben, weil ich halt sehr stark sink. Ja, und es dadurch 250 einfach. Es dadurch eventuell irgendwie zu Schwierigkeiten kommt. Ja. Dass ich dann halt schneller werden, was weiß ich was. Wie sieht's denn aus mit 9000 Fuß erreichen? Schaffe ich das denn immerhin? Das schaffe ich, glaube ich. Ja, ich auch. Dann passt. Da kann ich jetzt tatsächlich ein bisschen langsamer. Mache ich jetzt wieder auf 1600. Das müsste klappen. Nee, ich bleib einfach krass unterwegs hier. Leute, guckt euch mal diesen Sinkflug an. Das ist schon ein bisschen heftig. Ich habe echt nicht gedacht, dass ich so hart und so schnell sinken muss. Von daher muss das jetzt ein bisschen steiler sein. Aber gut. Okay, jetzt kann ich erste Klappe ausfahren. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, also das 3000 ist jetzt echt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott. Also klar, es ist schon heftig, aber... Laps 2. Das geht schon irgendwo. Laps 2. Ich mach mal die Lichter 350. An. Lichter habe ich auch schon an. Lichter mache ich jetzt gerade mal an. Laps 5 kann auch bis 250, also... Wie schnell fliegst du nur? So, Speedbrakes können wieder rein. 217 Knoten, 220 habe ich jetzt halt eingestellt. Ah, okay. So, die Map verkleinern. 8 nautische Meilen habe ich noch zu Umto. Umoto, meine ich. Wie viel hast du? Wie viel? 8 nautische Meilen habe ich. 5 habe ich nur.
Krass, dann bist du jetzt also. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für diese abrupten Sturzflug. Wir mussten das leider so machen. Den abrupten Sturzflug, voilà. Ja. Dann drehe ich jetzt. Wir müssen unbedingt über 6000 hier bleiben. Also drehe ich irgendwie 6200, mache ich. Jetzt haben wir das wieder ein bisschen mehr im Griff. Wir mussten das so machen aus technischen Gründen. Konnten wir leider nicht früher anfangen zu sinken. Das tut mir ganz schrecklich leid. Aber ja. Dafür jetzt Sturzflug. Dafür sind wir jetzt wieder auf Kurs. Wie hoch bist du? Ich bin bei 11.000. Okay, dann bist du 1000 Fuß noch über mir. Ja, gut, aber... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Wir dürfen ja jetzt eh nicht mehr also so krass sinken. Wir müssen ja jetzt über 6 bleiben, über 3 bleiben und so. Das ist jetzt noch ganz in Ordnung. Es sinkt mir gerade fast ein bisschen heftig. Ui. Übrigens, mega schönes Wetter. Natürlich haben wir hier auch die gute Gegend heute ausgewählt. Oh, jetzt hier gerade wieder 0 Grad ist es draußen. Gerade auch die gute Gegend ausgewählt hier. Aber es sieht schon echt wunderbar aus. Ich werde auch echt gern. Und ich werde da auch bald sein. Denn es wird wahrscheinlich morgen eine Folge Tourist Bus geben. Und das heißt, wir werden ein bisschen auf Fuerteventura mit dem Bus rumcruisen. Das wird krass. Da kann man hier gleich schon Anti-Eis ausschalten, weil ich bin jetzt gerade schon im Plusbereich bei 1 Grad, aber bei 1 Grad mache ich es noch nicht aus. Ja, ist doch scheißegal. Ich lasse einfach die ganze Zeit an. Nee, ich weiß gar nicht, ob man das in echt dann einfach ausschaltet oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich war hier gerade jetzt schon. Wie tief bist du jetzt? Ich quasi auf den der Anflug. Ich bin 8300. Okay. Also ich habe es, glaube ich, jetzt quasi dadurch perfekt geschafft und habe jetzt eingedreht, dass ich auf 6200 sinke. Das klappt alles bis quasi, bis man bei Bamku ist und ab Bamku. Okay, wie müssen wir denn hier, also 8 nautische und... Von 6000 plötzlich auf 3000 runter. Aber die von 6000, ja doch, in 8 nautischen Meilen dann auf 3000 runter. Und dann über 3, dann instant auf 2 und dann instant auf 133. Und dann, wenn man kacke ist... Ja, ich mach da ein bisschen Eigeninterpretation, das ist mir egal. Eigeninterpretation, was soll das denn heißen? Nee, verstehst du. Halt mich schon an den Plan. Ja, echt? Machst du ja, das aber eigentlich? Schaff ich ja auch. Ich nicht. Noch mal ranzoomen. Oh, der Michael fliegt gerade eine Kurve. Ja, das ist richtig. Guck auch noch mal nach hinten, ob ich dich da irgendwo sehe oder nicht. Noch mal schnell beschleunigen auf 0,8 Mach. Ah, da hinten sehe ich dich. Ich glaube 0,8 Mach. Ist aber ganz flott unterwegs. Sind ziemlich viele Knoten. Da wackelt glaube ich. Bist tiefer noch als ich? Wie tief bist du denn, Alter? Ich bin 6200. Krass. Wie viel hast du denn? 7000. Jetzt fliege ich auch die Kurve. Oh, Schlägerei. Ja, ich sehe es auch gerade. Ja, die haben richtig viel Spaß. Das ist aber immer so Standard für ein Spiel, einfach nur Fouls. Danke übrigens nochmal, Grüße gehen raus hier an Skleland für, dass ich bei Instagram blockiert habe. Echt? Das? Die Next kommen wieder auf meinem Kanal, da beschwere ich mich offiziell. Warum haben die dich blockiert? Da habe ich dir doch schon mal erzählt. Ich habe es glaube ich vergessen. Ja, das erzähle ich dir nachher. Upsi Daisy. Ah, jetzt endlich wieder beim spannenden Spiel Regensburg gegen Hannover. Mann, da steht's 0-0, was ist da dann spannend? Ja, schon, aber bei ja, steht's auch 0-0. Bei mir, oder? Ich spiele auch gerade, oder? Ja.
Ja, aber da schneit es immerhin. Das ist immer eine spannende Sache. Wow. Okay, ich drehe jetzt auf den nächsten Punkt ein. Ja, sehe ich gerade. Auf Bamku. Und dann muss ich von Bamku auf Roxas, schnell sinken. Ja, ich habe meine Bremse auch schon scharf geschaltet auf Max. Die Bremse, die ist schon die ganze Zeit in... Dann die Speed Brakes habe ich jetzt auch scharf geschaltet. Ja, die habe ich auch schon die ganze Zeit an. Ja, nee, an habe ich sie nicht mehr, das ist ja jetzt total die Verschwendung, die Anzahl. Ja, was für eine Verschwendung denn? Ja, Treibstoffverschwendung. Ja. Dann muss natürlich das Triebwerk die ganze Zeit gegenarbeiten. Upsi Daisy. Sinkst du jetzt nicht mehr? Ja, mach ich wieder aus, hab ich gewusst. Ja, schlau, oder? Schlau. Aber wir haben ja genug Treibstoff mit, kannst du ja trotzdem machen. Nee. Immer spannend, so einfach so, dass wir wirklich so minimal Treibstoff mitnehmen und dann irgendwann so, ja, ist vorbei, musst du segeln jetzt in den letzten. Musst du segeln? Ich segel auch immer. So, nochmal eine Flapstuhl machen wir mal höher. Oh, ich sehe da schon ein Schiff. Oder ein Boot. Echt? Im Wasser. Oder im Wasser. Oder ist das ein Wal? Oder was ist das denn? Ist das ein Schiff? Ja, ist das ein Schiff. Ist hier der Flughafen? Nee. Hä, hat der Flughafen nicht zwei Landebahnen? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Naja, stimmt. Nee, ja, nur einen habe ich ja gesagt. Da, ich sehe ihn sogar tatsächlich. Ja, der ist irgendwie links von uns, ne? Rechts von uns. Nee, links. Also ich drehe jetzt quasi ein, dass er jetzt links ist. Und dann müssen wir ja quasi von der anderen Seite wieder entgegenfliegen, ne? Das ist krass. So, jetzt muss ich wieder sinken. Was mich ein bisschen ankotzt, langsam. Dieses ganze Auf und Ab. Ah, ich sehe ihn aus dem Cockpit, kann ich ihn schon raussehen. Ja, ich also auch. Quasi jetzt Landebahnsicht, Fahrwerk aus. Hallo. Sein Idiot. Oh Mann. Ah, da kann man sich aber auf jeden Fall mal nicht verirren. Verirren kann man sich nicht. Ah, man muss sinken, ich muss sinken. Ja, ach nee, oder? Auf 3. Ach, nee. Lol, bei den Viertel fliegt einfach einer hin, ohne dass er was gemacht hat. Ja, das ist bei Braunschweig auch immer so. Oh, jetzt wird hier wieder beschleunigt, damit muss das Triebwerk. Jetzt sind es 5, 8, 4, 4. Das heißt, es sind 16... Oh, Mathe 20. Kompliziert. 23 nautische Meilen jetzt über 3000 bleiben. Uiuiui, jetzt kann ich ja wieder hier nicht eingeben, weil der jetzt wieder einlenkt. Was willst du denn eingeben? Ja, dass ich nicht so arg sink. Weil ich sink jetzt nicht auf 3000 und dann bleibe ich auf 3000. Dann sink ich doch langsam, bis ich dann bei dem Punkt auf 3000 bin. Nee, du sollst da ja schon, du sollst ja A. Soll ich. Daher. Kenn ich mich aus. Ding quasi einmal so jetzt parallel zu dem Flughafen, so krass. Ja, das habe ich so eingestellt. Was ist der jetzt? Für YouTube. Ja, da links sehe ich ihn, parallel, perfekt. Genau parallel zu dem irgendwie. Ja. Habe ich so eingestellt. Royal Dutch Airlines, obwohl wir gar nicht. Nice. Aus der Niederlande. Sie haben neuen eingewechselt, direkt liegt er wieder auf dem Boden. Wir haben jetzt schon einen eingewechselt. Ja, der musste raus verletzt. Sehr gut. Und jetzt der nächste direkt. Nee, ist aber nicht der eingewechselt. Wie hoch bist du? 4100. Gut, ich habe 4300. Ich sink mit 600. Ich auch. Alter. Das selber eingestellt haben. Ja. Ja, also ich habe wieder ein bisschen Angst jetzt, Leute, übrigens vor der Landung, weil klar, die letzte Landung war gut, aber das gelingt mir nicht immer, das ist das Problem. Vielleicht Flaps 162 Knoten. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Mal auch gut abzubremsen. Ich habe zumindest mir jetzt überlegt, wie ich das mache. Die Landebahn ist safe lang genug. Das heißt, ich werde erst gar keinen Umkehrschub machen. Ich werde erst einfach nur Hubschrauberlandeplatz drauf, kann ich drauf landen eigentlich.
Ich werde erst gar keinen Umkehrschub machen, ich werde erst bremsen. Ich werde es so probieren, Leute. Jetzt call ich's und danach verkacke ich's. Ich werde erst bremsen, währenddessen alles ausstellen, dann diesen Bug beheben, indem ich meinen Schubregler nach vorne schieb und dann, kurz wenn ich es noch brauche, Umkehrschub. Ich sehe, ich kann sogar so krass ranzoomen, dass ich so eine Boje auf dem Wasser sehe. Ah, du bist denn eine Boje? Ich sehe da unten, die sehe ich sogar, wenn ich nicht ranzoome, sehe ich die Boje. Was? Ganz normal aus dem Cockpit sehe ich so eine Boje. Die, ja, du bist wahrscheinlich schon quasi genau über der Boje. Ja, das kann auch sein. Ich drehe schon wieder ein jetzt, merke ich. 3300 Fuß habe ich. Wir müssen irgendwie genau links unter dir sein. Ja, ich sehe da gar nichts. Ich bin auch 3300, 300. So, Passagiersicht jetzt hier nochmal, die sehen so, die denken sich so, hä, wo fliegen denn hin, da war doch ein Flughafen. Vorbeigeflogen, ah, scheiße, falsche Insel. Ja, so, ach, das ist doch bestimmt Fuerteventura und dann so, ach nee, der fliegt vorbei, dann doch nicht vielleicht, ne? Dann bestimmt eine andere Insel. Ich bin zu tief. Ja, ist egal, ich habe ja gesagt, ich mache ein bisschen Eigeninterpretation. Du bist so tief? Ja, ich bin jetzt bei 3100 und habe noch. Ja, ich bin jetzt 8. genau bei 3000. Und ich habe noch 8, die ich auf 3000 bleiben muss. Ja, ich bleibe jetzt auch. Ja, aber ich habe mein Altitude nicht auf 3000 eingestellt. Auf was? Ja, auf 200 schon, wegen Landen und so. Was? Auf 200? Ja, das ist meine Taktik. Krank. Deswegen lande ich immer so gut. Ja. Ja, ja, genau. Ja, du bist so krank, ey. Ich lande einfach auf dem Wasser, ey. Hier ist so viel Platz einfach. Ja, oder? So. Nehme ich eigentlich auf. Ja, machst du echt für YouTube? Ah nee, scheiße, ich hab auf Streaming gedrückt, lol. Boah, ich hab immer Paranoia, dass mir das irgendwann mal passiert, dass ich eigentlich ja, aufnehmen will und dann da drauf drück. So. Ja, okay, ich mach auch Hotkeys, aber manchmal nicht. Manchmal schon, manchmal nicht. Je nachdem. So. So, jetzt sind wir tatsächlich schon über dem Lande. Sind wir tatsächlich schon über Fuerteventura. Ja, und gleich kann man die 2000 eindrehen. Ich drehe die schon mal langsam ein. Was für 2000, wenn wir schon 200 eindrehen. Alter, ich höre mich nur noch auf einem Ohr. Das muss ich kurz fixen, bevor ich lande. Ich habe schon perfekte Landebahnansicht. Das heißt, Fahrwerk raus und Flaps nochmal weiter. Und wir können die Geschwindigkeit auch mal ein bisschen verringern, wäre so eine Idee. An welchem Punkt, steuerst du denn gerade an? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. CF-Dingens. Ja, CF-19, da darfst du auch nur 220. Aber verringer mal, ist gut. Ja, mache ich, wirklich. Ja, mach. Da fliegst du mir gleich drauf. Ja, mach. Ja, ich bremse. Ja, ich bremse runter jetzt ohne Müll. Ich auch gleich. Gleich. Dreh jetzt 2000 ein. Jetzt geht er 2000 ein. Du bist so doof, ey. Nee, ich bin der eindeutig bessere Pilot. In welcher Welt? Lila. In der lilanen Welt? So, ich habe quasi jetzt noch 5 nautische Meilen, 6 nautische Meilen bis zur Landebahn, zur Runway. Ohne Müll, das muss eigentlich rot geben. Und die hauen sich die ganze Zeit um in diesem Spiel. Der hat ihn so frech weggeboxt. Ja, ich weiß es gar nicht, für wen diese Lampen sind. Aber ich sehe da 4 rote Lampen. Ah, nee, eine weiße Lampe sehe ich. Du bist noch ein bisschen zu tief, bist du sogar. Halt doch die Fresse, ich bin gar nicht zu tief. Irgendwann müssen ja umspringen und für mich sein. Ne? Ja, warum bist du so nah dran noch? Ich sehe noch gar keine Lampen. Verstehe ich gar nicht. Weiß gar nicht, was Lampen sind. So, ich mache jetzt auch. Wie sehen die denn aus?
runter auf 245. So. 245. Ich habe Angst, Leute, aber es wird schon wieder schief gehen. Ich lande mit 140 Knoten. So sieht das Ganze jetzt gerade aus. Störklappen rausfahren zum Abbremsen. Störklappen, Mann. ja, das habe ich auch. Dann drehe ich jetzt auch 200 und sinke mit, ja, weiß nicht, ob das klappt. 600, 500, sowas. Ich habe ein bisschen zu stark gemacht, ich habe 700 gemacht, das war zu stark. Du musst nur ein bisschen bremsen. 1000, okay. Ich habe Angst, Leute, wir wissen Bescheid. Ich habe auf 140 gestellt, ja, also ich bremse. Wir wissen. Darf den schon weiter Klaps ausfahren? Wir wissen Bescheid, dass das gefährlich werden kann. Gefährlich enden kann hier das Ganze. 150. So, das ist alles richtig eingestellt. Das müsste auch alles passen. Meine Damen und Herren, schneiden Sie sich bitte an, es könnte gefährlich werden. Alle, die sich für meinen Alle, die sich für meinen Flug entschieden haben. Achtung, jetzt wird's gefährlich. Ist das Fahrwerk schon draußen? Oh nee, das Fahrwerk ist doch gar nicht draußen. Hilfe! Was für ein geiler Pilot. Würde ich erst kurz, bevor man aufsetzt, machen. Ich glaube, ich bin noch zu hoch. Aber ich weiß nicht, weil du ja da bist. Weil ich sehe zwei jetzt, weiße Lampen. Ich sehe jetzt eine weiße Lampe. Echt? Du siehst eine? Ich sehe zwei. Ja, dann ist es für dich extra wahrscheinlich. Ah, nee, es gibt noch eine kurze Runway direkt daneben. Da gibt's auch Lampen. Da gibt's auch Lampen. Ich glaube, ich habe gerade den perfekten Weg quasi zum... Okay, Autopiloten aus. Macht, glaube ich, 135 Speed. Ne? Mit 135 Knoten kann man, glaube ich, auch landen. Speedbrakes sind... Okay, oh, wir gehen direkt hintereinander. Wir gehen jetzt auf den Boden zu. Ja, das wird schwierig jetzt. Das war eine harte Landung und ich bin ein bisschen gebounced. Ich hab alles aus jetzt. Oh mein Gott. Ja, okay. Boah. Ich weiß nicht, ob die Landung gut war. Nee, meine war nicht gut. Ich guck sie mir gleich an. Nee, meine war nicht gut. Ich habe zu spät hochgezogen. Zu spät hochgezogen. Bremsung raus. Nein, raus, raus, raus. Ich will weiterrollen. Ich habe zu spät hochgezogen, Junge. Das war so kacke. Aber es ist in Ordnung. Also war jetzt auch nicht ultra schlecht oder so. Aber die letzte war auf jeden Fall besser. Deswegen Ansprüche, wie gesagt, natürlich hoch. Aber das habe ich jetzt nicht toppen können. So, Flaps wieder einfahren. Ja. Klappen. Uiuiui. Dann zum Ende der. Also meine Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen auf Fuerteventura. Aktuell haben wir. Wie viel Grad haben wir hier? Wo sieht man das? Ich habe keine Ahnung. 18 Grad haben wir. 18 Grad. Das ist nicht schlecht für Januar. Oh, wir wünschen Ihnen natürlich einen angenehmen Aufenthalt. Wir bedanken uns hier, dass Sie mit Mike geflogen sind. Und. Bin mal gespannt, wie viele für mich abstimmen und wie viele jetzt dadurch enttäuscht waren. Ach so, ja genau, ich bin ungefähr 2-3 Minuten nach dir losgeflogen und bin einfach eine Minute vor dir gelandet, obwohl ich sogar noch auf dich gewartet habe ein bisschen. Ja, weil ich das Spiel minimiert hatte und das dann irgendwie... Ja, aber ganz krass. Irgendwie hat das Spiel, das Online-Ding da nicht so richtig gecheckt, glaube ich, dass wir gelandet sind. Also mir zeigt es keine Landungsstatistik an. Doch, hier Great Landing zeigte mir gerade für mich an. Ah, stimmt, da oben. Dann nee, kommt meins wahrscheinlich jetzt auch gleich. Alter, ich ramme dich gleich. Hilfe! Ja, weil du so schnell wieder pace, Junge! Nein, du bist einfach. Ah! Auch Great Landing jetzt. Wie viel hast du? Weiß nicht. Punkte. Dann gerade irgendwas, aber. Also ich habe auf jeden Fall 32, ich weiß nicht wie viel ich bei der letzten hatte. Aber da kommt es ja auch nicht drauf an, wie weich die war oder so. Das wird ja nach anderen Sachen bemessen. Ja, keine Ahnung, ja. Wird ja bemessen nach dem, was man so von der Checkliste so ein bisschen gearbeitet hat. So, ich stehe hier, set Parking Brake und dann gucke ich mal, wo du bist.
Eins vor dir. Ja, da ist doch nichts. 63 Punkte hatte ich. Das ist besser. Ja, deutlich besser. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wirklich gebounced bin. Ich weiß es nicht. Ich hatte aus Pilotensicht auch das Gefühl, aber aus Passagiersicht habe ich gar nichts gesehen. Ich bin halt sehr senkrecht aufgekommen. Junge, was habe ich gemacht? Lol. Also ich bin gebounced, aber das war so ein Millimeter. Ja, aber also man sieht's nicht. Man sieht's nicht mal. Wenn du nicht genau darauf achtest, dann siehst du nicht mal, dass ich überhaupt gebounced habe. Ich bin einfach so ein guter Pilot, Junge. Ja. Okay, wollen wir abmoderieren? Nee, warte. So, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Wir sind angekommen auf Fuerteventura. Morgen gibt es bei mir ein Video zum Tourist Bus, wo ich dann auf Fuerteventura weiter cruise. Ansonsten könnt ihr noch bei Jan vorbeischauen und dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuschauen. Schreibt weitere Vorschläge in die Kommentare. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.